sind gegen 3 Uhr durch einen Notruf alarmiert worden, dass hier ein Zimmerbrand wäre, bei dem noch Personen sich im Gebäude befinden. Die Kräfte haben vor Ort dann sofort festgestellt, dass das Erdgeschoss des Hauses bereits mehr oder minder im Vollbrand steht. Das heißt, auf der linken Seite sind bereits hohe Flammen herausgeschlagen. Auf der rechten Seite kam dichter schwarzer Qualm. Wir haben dann sofort mit 3 Atemschutztrupps einen Angriff über die Haustür und ein Fenster vorgenommen, um so schnell wie möglich das Gebäude abzusuchen. Dazu mussten wir auch sofort den Brand bekämpfen, weil es also direkt im Eingangsbereich auch gebrannt hat. 4 Personen konnten sich bereits selbstständig vor unserem Eintreffen aus dem Gebäude befreien und wurden vom Rettungsdienst erst versorgt mit Verletzungen. Und wir haben dann im Obergeschoss des Gebäudes nochmal weitere 5 Personen vorgefunden, haben die leblos hier draußen nach draußen verbracht und dann sofort mit der Reanimation begonnen. Zusammen mit der Polizei haben hier mehrere Kräfte der Feuerwehr direkt hinter dem Löschfahrzeug hinter uns auf der Straße die Personen versucht zu reanimieren. Leider sind unsere Versuche gescheitert.